Okay, in Wohlstand ist die Hölle los. Das ist ja schön. Ich brauche Heilung. Wirklich. Ja, ich brauche auch. Ich brauche auch sehr viel. Ich bin. Ich kann vor allem nicht richtig. Dammich! Hier ist echt die Hölle los. Dem Tode nach. Niemand hat mich unter Kontrolle. Da müssen Sie schon härter zuschlagen. Dies ist das Reich der Albträume. Das hier echt nicht ohne. Bye bye, Todesritter. Haha, just me. Zur Not helfe ich dir, wenn du das mit deiner Diebin machst. Du wirst gehorchen. Geschafft. Gut, dann können wir uns. Dann können wir uns wieder unseren Missionen zuwenden. Das ist ja gut. Naja, können wir jetzt irgendwas Besonderes einkaufen? Ich meine, wir sind Rang 4 bei den Zephyriten. Ah, okay. Können wir nicht, weil wir noch nicht so weit geskillt haben. Alles klar. Alles klärchen beim Bärchen. So. Aha, Martinus. Vater, alles vor dich, bin ruiniert. Entschuldigt die Störung, aber sind euch in dieser Gegend irgendwelche seltsamen Silvadi aufgefallen? Klar, aber sie war schon lange weg, bevor das hier passiert ist. Sie war schon ziemlich unheimlich. Sie ist mit einer riesigen Ladung Kisten in die Stadt gekommen und hat einen Platz gekauft, an dem sie sich verkriechen konnte. Sie? Ich suche einen Mann. In diesem Fall habe ich ihn nicht gesehen. Die andere jedoch war sehr introvertiert und wir haben sie in Ruhe gelassen. Ihr hättet sie sehen müssen. Mit diesen verrückten roten Stängeln, die aus ihrem Kopf wuchsen. Das ist doch Scarlet, oder? Hört euch um, falls es überhaupt noch jemanden zum Befragen gibt. Vielleicht hat jemand aus der Stadt versucht, mit ihr zu reden, als die Stadt noch existierte, versteht sich. Okay. Ja, ist hier nicht ganz so schön. Viele Einwohner hat die Stadt ja nicht mehr. Ist nichts mehr mit Wohlstand jetzt, ne? Gigor. Hey. Puh, ihr Götter, seht, was ihm angetan wurde. Das hätte ich sein können. Was sind das für Dinger? Das versuchen wir herauszufinden. Wisst ihr von einer Silvadi, die hier vorbeigekommen ist? Ich erinnere mich an sie. Sie hat sich auch nach Gerüchten erkundigt. Sagte, sie hätte etwas über die Mine und einen magischen Untergrundfluss oder dergleichen gehört. Sie hat danach gesucht. Ich habe ihr gesagt, dass wir die Mine aufgeben würden, sollten wir auf einen Fluss stoßen, da er die Mine fluten und das Leben der Bergarbeiter gefährden könnte. Das hat sie nicht abgeschreckt. Hat sie ihn gefunden, den Untergrundfluss? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie nach etwas gesucht hat. Sie hatte Ausgrabungswerkzeug in ihren Kisten. Vielleicht hat sie ihn gefunden und wurde von der Strömung weggerissen. Ich weiß es nicht. Okay. Dabnia. Ihr seid neu. Ich brauche Informationen über eine Silvadi, die hier gelebt hat. Ich würde nicht sagen, dass sie hier gelebt hat. Sie kam und ging einfach nur. Huch. Hat eine Menge Ausrüstung hier durchgeschleppt. Sie ist in ihrem Zimmer verschwunden und kam dann Tage, manchmal wochenlang nicht mehr heraus. Wisst ihr, wer sie war? Irgendeine völlig besessene Ingenieurin. Soweit ich weiß, hat sie niemals mit jemandem mehr als 3 Worte gewechselt und das auch nur, wenn sie Essen oder andere Güter benötigte. Was hat sie hier getan? Keinen Schimmer. Es gibt hier andere Leute, die mehr über sie wissen als ich. Ich habe mich eigentlich stets von ihr ferngehalten. Hm. Ach so. Dich gibt's auch noch. Anhänger. Hey.
Das kam aus dem Nirgendwo. Mir geht's gut, danke. Ich analysiere die Lage. Was wollt ihr? Eigentlich wollte ich nur nach dem Weg zum Zimmer dieser mysteriösen Silvadi fragen. Ha! Ihr habt daran gedacht, in ihr Zimmer einzubrechen und es leer zu räumen? Davon kann ich euch nur abraten. Sie hat es mit ihrer Sicherheit sehr ernst genommen. Wisst ihr, wer sie war? Sie war nicht gerade von der freundlichen Sorte, aber die flotten roten Zopfblumen auf ihrem Kopf waren ganz nett anzusehen. Wir haben uns alle gedacht, dass es die Sache wohl nicht wert ist. Okay, ich schaue mir das mal an. Okay, gucken wir es uns an. Wir müssen aber vorsichtig sein. Nicht so hastig. Rox, was sagst du? Gut, ja. Scarlett war hier. Wer sonst? Es passt alles zusammen. Ich war da schon unten, das war gar kein Problem. Jetzt mal Klartext. Wir haben keinen Schlüssel, also sage ich, wir hauen sie kaputt. Ich lasse das von Schraddle erledigen, wenn ihr es nicht tut. Das muss eine ihrer Unterschlüpfe sein. Gut, dann hau rein. Wo ist eigentlich Jessica Jones und Barbie? Wo sind die beiden? Also, wenn bei mir bleiben, Timmy. Oh oh. Ich fucke die Tür einfach ab. Huch. Zirp. Entwarnung. Und was ist? Ist das tatsächlich Scarlett's Raum? Was? Oh. Schraddle, komm, Wache halten. Los, Braham, komm schon. Wie passt der eigentlich durch die Tür? So, wir haben uns formiert, würde ich sagen. Magie. Ach so. Deswegen. So kam der durch. Sieht aus, als hätten die Leute aus dem Dorf recht. Scarlett war hier. Ja. Hier drin liegt dicker Staub. Und diese Pflanzen sind fast tot. Sie ist eindeutig schon lange nicht mehr hier gewesen. Seht, seht, seht! Das ist ein historischer Fund! Nur die Ruhe, euch brennt gleich irgendwas durch. Sie ist ewig nicht hier gewesen. Das, oh, und das, großer Glas! Sagt man nicht. Tut mir leid, wusste nicht, dass ihr Etienne spricht. Ah, Jessica Jones und Barbie sind auch da. Ein paar von den Kisten aufbrechen, einmal drauf mit dem Streitkolben und... Nein, 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 Vorsicht! Ihr könntet etwas extrem Wertvolles zerstören. Sicher sollten wir jemandem von dem Fund berichten. Alan Kiel vielleicht? Nein, nein, seid ihr irre? Das dürft ihr keinem sagen, sonst kommen sie und nehmen alles mit. Ich brauche Zeit. Wozu braucht ihr Zeit? Ihr müsst nicht in diesem alten Schrott herumwühlen. Das ist kein Schrott. Scarlett ist tot. Weckt keine schlafenden Drachen. Ich habe hier drüben was Interessantes gefunden. Schaut doch mal. Was hast du denn gefunden, Barbie? Ach, ein Büchlein. Wenigstens wissen wir jetzt, woher sie die Anregung... Die Natur des Drachen, der Drachen von Ogden Steinheiler. Das ist dieser coole Zwerg. Ach, da ist eine Box und die finde ich dann vielleicht. Und dann... Okay, mehr lesen. Oder sollte ich sagen, die Drachen der Natur? Ja, lange Zeit wurden Drachen genauso als Teil von Tyria angesehen wie Sonne und Mond, Land und Meer. Niemand, nicht einmal ein Zwerg, weiß, wie lange sie hier gewesen sind. Die Jotun und die Norn haben eigene uralte Geschichten, die über Generationen weitergegeben wurden und vom letzten Aufstieg der Drachen erzählen. Ist ja gut. Gesundheit. Die meisten Gelehrten schenken diesen Geschichten nach so langer Zeit leider wenig Beachtung. Über 10.000 Jahre sind vergangen, seit die Drachen wieder einschliefen. Die bloße Existenz dieser Geschichten lässt jedoch vermuten, dass die Drachen mindestens zweimal in der Vergangenheit erwachten. Uralte Dokumente, die jetzt in der Sammlung der Abtei Durmand gefunden wurden, enthalten Erzählungen, die von anderen Völkern wie den mächtigen Sehern und sogar den menschlichen Göttern selbst weitergegeben wurden. Entschuldigt. Gehe der Idee einer mobilen Wegmarke nach, sind Reisen nach Lust und Laune möglich. Das wäre was. Das wäre was. Also hier soll irgendwo eine Box sein. Vielleicht der hier, das sieht doch nach... Du stellst den Pelz auf.
verschwinden wir hier. Nee, ich find's hier ganz, ich find's hier eigentlich ganz schön. Ich muss sagen, ich find's hier ganz gemütlich. Ja, das haben wir. Ist das nicht faszinierend? Wir hören unser ganzes Leben lang Geschichten über Drachen, aber es sind fast immer Märchen oder Geschichten, die unartige Kinder erziehen sollten. Ich habe sie nie als einen Teil der Natur betrachtet. Ja, sind halt Altdrachen, ne? Mhm. Ja, ihr habt bestimmt recht, aber sie strebte auch nach Wissen. Nach Antworten auf die größten Fragen des Lebens. Sie hat schnell erkannt, dass die Drachen Teil von etwas Größerem sind. Ja, etwas Universellem. Sie muss jung gewesen sein, als sie hier war. Anscheinend war sie noch Schülerin. Ich komme später zu einem eindeutigeren Fazit. Aber meine erste Einschätzung ist, dass wir tatsächlich auf Spuren ihrer früheren Jahre gestoßen. Ein sargförmiges Gerät, aus dem in alle Richtungen Tentakel ragen. Hm. Lecker. Seht mal. Was glaubt ihr, wann war Skale das letzte Mal hier? Anscheinend hat sie damals schon Leylinien studiert. Überrascht mich nicht. Sie war ihren Kollegen voraus. Wir Asura studieren sie schon seit Jahrzehnten. Aber ihr wusstet nicht viel darüber. Sie sind schwer fassbar. Ist das etwa, wofür ich es halte? Sieht aus wie Leylinien. Was meint ihr? Na, schauen wir uns die Zeichnung doch mal an. Aus nächster Nähe. Dieses handgezeichnete Bild hat mehr symbolischen Charakter. Es zeigt die Welt als eine Maschine mit vielen beweglichen Teilen und mit dem blassen Baum direkt im Zentrum. Ja, war jetzt nicht so spannend. Wenn auch krude, ist er auf sonderbare Weise wunderschön. Findet ihr nicht? Glaubt ihr, Scarlet hat ihn erschaffen? Vielleicht. Er sieht aus, als repräsentiere er Tyria. Tyria, falls ihr ein Silvari seid. Der blasse Baum steht im Zentrum. Hat Scarlet den blassen Baum nicht in einer ihrer Visionen gewürgt? Sie empfand definitiv eine Hassliebe. Ja. Ja, Gesundheit. Man hat sie verkannt. Sie muss immer böse gewesen sein. Böse wird man doch nicht über Nacht. Und die Gebrandmarkten? Die schon. Die wurden verdorben. Guter Punkt. Hey, Vorsicht mit dem Schweif. Ein Dampfminotaurus, schön. Oh, 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 ein Dampfminotaurus? Aua. Was muss hier nicht alles sein? Gibt. Zimmerlautstärke bitte, Timmy. Timmy, ihr crasht wie eine Harpier. Ja, aber habt ihr es gesehen? Habe ich. Ihr schaut ja nicht mal hin. Ich würde gerne hoch. Aber ich glaube, hier ist auch nichts. Aber versuchen kann man es ja mal. Hopp. Ja, ich bin oben. Schön hier. Oh, was ist denn das da draußen? Guck mal, eine riesige Ranke. Wie schön. Okay. Dieses Dampfwesen könnte ihr Prototyp gewesen sein. Es hat Schwachstellen. Werft einen genauen Blick mit euren geschulten Ingenieursaugen darauf. Seht ihr, wie ungeschickt die Zahnräder eingesetzt sind und wie primitiv die mechamagische Struktur konfiguriert ist? Ja, klar, ich verstehe mich zwar eigentlich auf Türme, aber ja, sehe ich natürlich, klar. Scarlets Hühnergekrakel wird keiner je entziffern können. Was soll überhaupt der ganze Asura-Tüdelkram? Das Symbolzeugs macht mich ganz nervös. Das sind alchemagische Symbole. Ich weiß auch nicht genau, was sie bedeuten, aber das kriege ich raus. Mit etwas Zeit. Okay, Rox, was sagst du denn dazu? Das hier könnte ihr Tagebuch gewesen sein. Werft einen Blick darauf und sagt, was ihr denkt. Na gut, wenn es denn sein muss. Liebes Tagebuch. Alles handschriftlich festzuhalten ist für die Katz. Ich habe ein Gerät der Asura entdeckt, mit dem ich alle zukünftigen Einträge aufzeichnen werde. Glaubt nicht, dass ich euch nicht dankbar bin, aber ich muss mich weiterhin mit jedem Moment weiterentwickeln. Vor uns allen liegt die Zukunft und ich für meinen Teil habe vor, eine Lichtgestalt zu sein, wenn wir in ihr ankommen. Dies wird mein letzter Eintrag als Tintenflecke verteilende Studentin. Ab morgen bin ich Forscherin, Technikerin und Visionärin. Ich muss gestehen, ich fühle mich gleichzeitig ängstlich und aufgeregt. Ich glaube, ich habe eine dieser mythischen Leylinien entdeckt und wenn ich sie studieren kann nun,
dann wird mein Verständnis für Tyrias innere Abläufe sprunghaft steigen. Wer weiß, was die Zukunft uns bringen wird. Aha, also irgendwo hat sie so ein Gerät, ne? Ich habe nie viel auf Magie gegeben und sowohl Ornat als auch Scarlet waren geisteskrank. Sich einzubilden, die gesamte Welt in einem Augenblick erfassen und begreifen zu können. Lächerlich. Vielleicht stimmt es, der Geist ist ein mächtiges Werkzeug. Ja, und manche Leute sollten mehr Gebrauch davon machen. Wunschdenken hat noch keinem aus der Patsche geholfen. Ja, das stimmt. Diese Holobox ist tatsächlich in ihrem Zimmer. Okay. Zeit, dass wir gehen. Wir haben Wichtigeres zu tun. Ihr vielleicht, aber ich nicht. Das ist der größte Tag meines Lebens. Seht nur, Scarlets ganze Ausrüstung. Ich stimme Braham zu. War ja klar. Hört mal, geht ihr ruhig, aber ich bleibe hier. Ich muss das alles dokumentieren. Damit schreibe ich eine Dissertation, die mich berühmt. Aber erstmal muss ich diese Holobox suchen. Ich weiß nicht. Sie kommt schon klar. Sie ist in einem Dorf. Sie hat ihren Golem. Wird wohl in Ordnung gehen. Wir holen euch später ab, Quietschmaus. Wenn es Ärger gibt, geht zu den Sephariten. Den kann man trauen. Mache ich. Macht euch keine Sorgen und lasst mich arbeiten. Nichts wie raus hier, Braham. Mir ist das hier zu staubig und zu eigenartig. Schön vorsichtig sein. Wir kommen später wieder. Ich bin bereit. Gehen wir. Ja, geht mal. Wir kommen bald wieder. Ja, tschüss. Bleib noch ein bisschen hier. Ich will die Holobox sehen. Vielleicht kann man noch nicht klicken, das kann sein. Kann schon nochmal mit Taimi. Moment mal, hier wird eine Bergarbeiterin erwähnt, die den Leylinienknoten gefunden hat, nachdem Scarlet suchte. Womöglich ist sie noch hier. Könnt ihr nachher sehen, sie ist eine Norn namens Tosca. Ich bleibe hier. Ist euch die historische Bedeutung dieses Fundes bewusst? Ganz zu schweigen von den Verwertungsrechten. Ich werde Abhandlungen und Dissertationen darüber schreiben, bis ich 80 bin. Na, das war super. Okay. Was hat sie denn hier gemacht? Aha, sie hat den Leylinienknoten irgendwo in diesem Gebiet gefunden. Hoffentlich finden wir ihn. Ich brauche meine Sachen. Ha, da ist die Box. Holomagie ist erstaunlich. Ich nutze sie zur Aufzeichnung meines Lebens, meiner Fehlschläge und meiner Erfolge. Gelehrte der Zukunft werden sie studieren. Seid ihr da draußen, Gelehrte? Ich bin hier, Scarlet. Ich bin hier. Meine Kontakte zu den Schauflern auf dem Schwarzmarkt sind nach wie vor nützlich. Für ein wenig Gold verkaufen sie mir ihren Eisenschrott, aus dem ich meine Dampfminotauren baue. Ich habe eine Stelle als Laborhelferin bei Omad ergattert. Ach, einem Omad, Klugen, aber nicht Ornat. Zu sanften Asura. Den sollte ich um meinen kleinen Finger wickeln können. Heute werde ich 16 Zyklen alt und zur Feier des Tages habe ich mein erstes Dampfportal mit Dampfminotauren getestet. Die letzte Fuhre kam tatsächlich in einem Stück durch. Heute zeigte ein Dampfhirn einen Hauch von Intelligenz, als es eines der Portale studierte. Faszinierend. Faszinierend. Eins von drei Dampfwesen überlebt meine Portale nicht. Ich muss eine Lösung finden. So funktioniert das also. Ich konnte mich noch nicht dazu durchringen, selbst durch eins meiner Portale zu reisen. Erst muss ich den Formresonator verstärken. Möglicherweise habe ich ein neues, fühlendes Wesen erschaffen. Meine Dampfhirne ahmen meine Bautechniken nach und entwickeln ihre eigene Version des Dampfportals. Es ist spannend. Ich habe endlich den Schritt vom Dampf zum Äther gemacht und ich habe meine erste Portalreise unternommen. Das ist ja verrückt. Omad ist auch der Meinung, dass ich bereit bin für den Apparat, der meinen Geist öffnen soll. Morgen ist der große Tag. Ich habe alles gesehen. Ich habe die ewige Alchemie gesehen. Oha. Ich habe meinen Mentor Omad getötet. Ich bin niemandes Laborratte. Oh oh. Der Leylinienknoten existiert tatsächlich. Ich habe ihn gefunden und bereite mich auf sein Studium Schnauze. Vor. Ich habe mir mit einem Teil von Omads Gold einen Raum in Wohlstand geleistet. Die Dampfhirne erweisen sich als einfallsreich. Wenn man sie bedroht, bauen sie aus allem, was sie finden können, Dampfminotauren. Ich habe die meisten meiner Dampfwesen-Prototypen per Portal nach Lanas Pass und in Brisbane-Bildnis geschickt.
Ich brauche sie nicht mehr. Schraddle, Log-Eintrag. Das war's. Oder? Oder geht's da noch weiter? Magie ist erstaunlich. Nee. Ich nutze sie zur Aufzeichnung meines Lebens, meiner Fehlschläge und das ist sehr creepy, ehrlich gesagt. Nachdem sie ihren Meister quasi getötet hat, wird das ganze Audio-Logbuch zu Volksempfängerqualität. Das ist sehr interessant. Weltenzerstörer ist auch da. Guck mal. Er sieht voll krass aus. Voll der Weltenzerstörer. Ist das dann Zerstörer? Ja. Gut, ne?